Und es geht wieder weiter mit einer Boruto-Chapter-Analyse 50, Gebrauchswert. An und für sich ist das Chapter eigentlich gar nicht so besonders gut. Also zum Beispiel die Sache mit Kawaki, dass er gerade so geträumt hat und dass er dann aufwachen tut, das ist eigentlich langweilig, weil es nur wiederholend ist. Das, was Amado ihn sagt, das ist auch eher langweilig, das brauchte der Leser jetzt nicht unbedingt, weil es auch nur Wiederholung ist. Abgesehen von einer Tatsache, er behauptet nämlich, dass Kawaki frei wäre. Eigentlich hat er ja recht, weil er ja kein Karma mehr hat, aber gleichzeitig hat Kawaki dann eben auch verstanden und gesagt, ja, aber er ist jetzt nach Konoha gekommen und sucht mich, weil er mir wieder ein Karma geben will. Und das nennt Kawaki halt logischerweise nicht frei sein und da stimme ich ihm auch zu. Aber Amado sagt, dass er sein Leben ja eh nicht verlängern kann, dass er nur noch ein paar Tage zu leben hat und dass Kawaki eben diese paar Tage versteckt bleiben muss und dann wäre er richtig frei. Gut, so gesehen ist es halt wirklich so, naja, seien wir mal ehrlich, ich kann Kawaki wirklich voll und ganz verstehen. Ich würde es auch noch nicht als frei sehen. Es ist zwar so diese Hoffnung und diese Chance auf Freiheit, aber so eine ganz hundertprozentige Garantie hat er ja eben noch nicht. So, und dann haben wir natürlich auf der anderen Seite diesen Kampf zwischen Naruto, Satsuki, Boruto und eben Ishiki. Und ich sage so, was Ishiki kann, ist irgendwie cool. Klar, natürlich hier und da vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich meine, er ist kein normaler Mensch, also ist egal. Und wie er kämpft, ist gut und ich meine, er kann richtig gut kontern und parieren und so, aber Naruto und Satsuki und Boruto, die leisten eigentlich gar nichts Besonderes. Ich meine, man sollte doch irgendwie meinen, dass Naruto in der Lage wäre, irgendwie besser ausweichen zu können, indem er irgendwie das Chakra von Ishiki besser spürt und so, denn er nutzt ja eben Kurama-Modus zusammen mit Senjutsu, ne? Und ja, wir wissen doch, dass man dann die Bewegungen des Gegners auch wahrnehmen kann, aber das scheint bei Naruto irgendwie verloren zu sein. Das haben sie wohl irgendwie vergessen, dass er über diese Fähigkeit verfügt. Ja, und ich meine, Gott, er greift mit Rasengan an. Eigentlich ist es Rasenrengan, da es an beiden Händen hat, aber egal. Das wird natürlich sofort gelöscht. Das müsste Naruto eigentlich wissen, dass ja Ishiki das aufsaugen kann. Dann nutzt er Kagebunshin. Natürlich werden nur alle Kagebunshin getroffen. Er natürlich nicht. Ist klar, das Original wird immer verschont. Sagen wir mal so, hin und wieder, wenn man das gut in Szene gesetzt hat, war es auch okay, dass das Original nicht getroffen wurde. Da hat Naruto überlegt, aber hier war es einfach nur blindlings Kagebunshin einsetzen und per Zufall und Glück wurde das Original nicht getroffen. Das ist auch langweilig. Satsuki greift dann immer wieder mit Chidori an und ich wundere mich eigentlich. Chidori ist zwar Elektrizität, aber trotzdem nichts anderes als Chakra. Wieso kann Chidori von Ishiki eigentlich nicht aufgesaugt werden, aber andere Künste wie Rasengan gehen? Das ist irgendwie komisch. Boruto macht gar nichts, der guckt halt nur zu. Er soll ja sich sowieso im Hintergrund aufhalten, weil er ja sowieso das Ziel ist und so, aber ja, nun, von Naruto und Satsuki kommt hier nicht wirklich viel. Und Ishiki schafft es dann sogar, Satsuki zu Boden zu ringen und dann will er ihn töten, wie es aussieht. Und Boruto versucht dann natürlich, Ishiki aufzuhalten. Amado erklärt den anderen gerade, dass es schon stimmt, dass Boruto vom Kampflevel her unterlegen ist und dass er wohl nicht viel ausrichten könnte. Dass es aber etwas gibt, was nur Boruto kann und dass er für den Kampf nützlich sein kann, um gewinnen zu können. So, Boruto hatte dann in der Zwischenzeit sich vor Satsuki geworfen und ja, Ishiki hat ihn dann nicht getötet. Und Boruto meint, es ist genauso, wie er es sich gedacht hat, Ishiki kann ihn nicht töten. Warum das der Fall ist, wird in diesem Chapter natürlich noch nicht gesagt. Und ich muss sagen, das ist natürlich wieder ein guter Cliffhanger. So bekommt man natürlich wieder Lust auf das nächste Chapter. Allerdings ist es natürlich ein bisschen eigenartig, woher hat Boruto auf einmal diese Eingebung. Ich meine, gut, er ist jetzt natürlich auch nicht auf den Kopf gefallen. Er ist jetzt auch nicht der dümmste Charakter, aber ja nun, er kommt auf etwas, auf das nicht mal Satsuki kommt. Ich meine, dass Naruto nicht darauf kommt, okay, aber Satsuki hätte das vielleicht irgendwie auch vermuten können, finde ich. Aber nun gut, da muss man eben aufs nächste Chapter warten. Aber sonst so eine für sich, also der Kampf ist, wie gesagt, aus der Sicht von Ishiki, finde ich ihn cool, aber Naruto und Satsuki bringen halt nichts. Dass jetzt Boruto aber, wie gesagt, da eben so ein kleiner Hoffnungsschimmer ist, weil er sagt, du kannst mich nicht töten, macht es natürlich ein bisschen besser und sorgt natürlich auch dafür, dass Boruto hier nicht ganz für den Arsch ist. Aber irgendwie wirkt es natürlich auch so ein bisschen plotmäßig, dieses, ja, Boruto ist da, aber der ist ja nicht so stark wie die anderen beiden, aber damit er nicht einfach nur blöde rumsteht, ist jetzt so plotmäßig ihm diese Idee gekommen, dass er nicht draufgehen kann. Naja, jetzt seid ihr wieder dran. Was sagt ihr zu dem Kampf und dem Chapter an sich? Schreibt es mir wie immer in die Kommentare.